Neunter Spieltag in der zweiten Bundesliga hier bei FIFA 17 und damit der letzte Part, den ich vorproduzieren muss. Hurra! Und dann habe ich, wie soll ich sagen, 2 Wochen Ruhe bis zum nächsten Spieltag, weil dann gibt es eine Länderspielpause. Doch erstmal muss hier wieder mal simuliert werden ohne Ende. Dresden gegen Nürnberg, wie geht das aus? Ich tippe mal auf 1-0 für Dresden. Okay, anscheinend habe ich mich da geirrt? Die Kräfteverhältnisse sind manchmal schon ein bisschen anders. Ja, Bochum kommt bei uns nicht zum Zuge. Denn ich habe ja gesagt, dass ich den KSC simuliere. Und dabei bleibt es auch gegen Fortuna Düsseldorf. Ist dadurch interessant, dass halt Ruben Hennings jetzt bei Düsseldorf ist. Ich hoffe, das wurde schon einprogrammiert. So, wir treten auswärts, wobei, so passt's besser. Blau gegen Weiß, eher gesagt. Ja, blau-weiß. Schöne Farben. So, das Ganze hatten wir ja schon mal. Also, den KSC hatten wir schon mal. Den können wir nicht einsetzen, der hat sich verletzt. Das ist natürlich die Frage, wen wir bringen. Ich muss sagen, ich bringe Stritzel ins Tor. Und Orlishausen geht raus. Dafür möchte ich Barry drin haben. Also ich kenne mich da selber nicht so gut aus beim KSC. Ist ja nur der Lieblingsverein von meinem Vater. Und den sympathisiere ich auch. Also nicht mein Vater, also mein Vater sympathisiere ich ohnehin. Aber wen ich sympathisiere, das ist halt der KSC. Im Gegensatz zum VfB. Ja, ich weiß, da werden mir jetzt manche irgendwie was vorwerfen. Ja, komm, machen wir es einfach mal so. Ich kenne mich ja nicht aus. Jetzt ist stolzer Captain. Aye, aye, Captain. So, wir haben es ja schon mal geschafft. Also wird es nix. Schon etwas höher schießen. So, fast, aber knapp daneben ist auch vorbei. Ja, ein sehr schönes Stadion, die Düsseldorfer haben. Oder das die Düsseldorfer haben. Sicher die Esprit Arena, in der gab es schon den Eurovision Song Contest 2011, aber das ist nur Nebeninformation. Die mussten ja extra ein anderes Stadion umsiedeln. Das war dann natürlich belegt für die 4 Wochen während der Contest-Vorbereitung und des Contests. Ja, ich weiß nicht. Es dauert mir einfach viel zu lange für die Aufstellung und deswegen geht es direkt los in der zweiten Liga, wie immer. Der Gegner, der den Anstoß ausführt. Und ich möchte dem KSC ein bisschen helfen. Ich weiß gar nicht, wo die aktuell in der Tabelle stehen. Bei uns. Also aktuell sind sie im Real Life auf Platz 12 mit Thomas Oral. Haben sich ja jetzt auch gebessert. Haben sich wieder gerafft. Oh, Vorsicht. Wir haben ja schon mal gegen Düsseldorf verloren. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein. So, jetzt also auf jeden Fall die ersten Ballkontakte von uns. Auf den wollte ich eigentlich nicht spielen. Ich wollte eigentlich sofort auf den spielen. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es halt manchmal nicht anders. So, das sieht gut aus. Aber da steht mal wieder keiner und der war, glaube ich, Was, der hatte noch? Meine Güte, das sah sehr unrealistisch aus. Ja, beste Verein in der Abwehr. Ist ja auch, glaube ich, aktuell Platz 1 oder Platz 2. Ich meine, Sandhausen ist auf Platz 1, was sowas von lächerlich ist. Das ist unrealistisch. Die in der Bundesliga. Keine Kuhhaut. Und ich habe komischerweise in die andere Richtung gesteuert. Aber das Spiel meinte, ja, Eckball. Haben sie sich verdient. Auf geht's, Krebs. Ich habe dich extra reingetan. Okay, das war so oder so nix. Dabei hat doch Nürnberg in unserem Turnier noch nicht mal Pech. Die haben einfach nur. Ich weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht, was die haben. So, das war clever gewechselt. Und das war's auch. Einfach mal über. Ah, so wird es nix. Ja, ich muss mir da selber noch eine Strategie dabei ausdenken. Na komm, spiel den Ball doch raus. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Da komme ich noch ran. So. Kick den Ball mal raus.
Ich weiß, es war gerade sau doof, weil jetzt der Gegner wieder den Ball hat, aber irgendwas muss ich ja tun. Irgendwie muss ich ja dafür sorgen, dass wir pa eine Pause haben zum Durchatmen. Vorsicht. Oh. Ja, und jetzt gibt es den ersten Elfmeter gegen uns. Lächerlich. So, ich nehme mal an, ja, das Gameplay ist noch dasselbe. Vielleicht können wir ja abwehren, wäre ganz cool. Und wir halten ihn nicht und Düsseldorf führt. Ja, wenigstens das haben sie gleich gelassen. Ja, komm. Ist es Hennings? Ich weiß es nicht mal. Ja, ausgerechnet der Ex, der für den KSC mal gespielt hat und sogar in der Saison, als sie fast aufgestiegen werden, 19 Tore geschossen haben, hat. So, jetzt müssen wir natürlich irgendwie zurückkommen. Das war gerade sehr doof. Aber gut, wir haben eine klare Torchance verhindert. Und so kommt es halt nun mal zustande. Also in der zweiten Liga bin ich nicht so gut, merke ich. Mit niemandem. Außer vielleicht mit Union Berlin, aber gut. Mit Union kann ich ja irgendwie was anfangen. Mit Nürnberg ja eigentlich auch, also das ist ja keine Ausrede. Also das ist gerade ein Schmarrn, den ich da laber. Ach Mann, und das war wieder mal viel zu voreilig, was ich da gemacht habe. Ja, nicht gut das Ganze. Ich setze mich mal am besten hin, um das Ganze irgendwie zu betrachten. Auch wenn es natürlich nicht gut für meine Augen ist, so nah an den Fernseher ranzugehen. Die sagen auf Wiedersehen, anscheinend gehen die KSC-Fans schon. So schlecht spielen wir. Jo. Ja, habe ich nicht den Ball gespielt? Manches muss ich Yamada auch was gefallen lassen. Ich denke mal, dass es Yamada ist. Ja. Japanischer Nationalspieler? Fragezeichen. Und schon zwei gelbe Karten für uns. Da haben wir ja den verwandten Yamada. Hey, nix da. Einfach irgendwas Tolles versuchen. Das nenne ich nicht toll. Bisher keine großartige Offensivchance für uns. Spielen wir einfach mal ein bisschen weiter nach hinten, uns wieder vorzuarbeiten. Das war so scheiße gerade. Ja, Düsseldorf stark einprogrammiert. Auch wenn sie letzte Saison nicht so gut gespielt haben. Mittlerweile hat sich das ja auch alles wieder gelegt in Düsseldorf. Mittlerweile sind die ja wieder Jutta Boys. So, wen haben wir hier? Diamantakos. Okay. Ah, Mist. Wir kommen einfach nicht nach vorne. Das Düsseldorfer Bollwerk ist schwer zu knacken. Das weiß auch Darmstadt ganz gut, denn gegen die hat Darmstadt zweimal verloren. Das einzige Team, gegen das man keine Punkte abtrotzen konnte. Ja, und so sieht es mit der Statistik aus. Die haben einen leichten Ballbesitz und hatten auch bisher nur einen einzigen Schuss aufs Tor. Und ja, wir hatten noch gar nichts. Da ist definitiv Besserungsbedarf vorhanden. Denn wir möchten ja dem Verein ein bisschen helfen und deswegen brauchen wir jetzt einen anderen Stürmer. Hoffer, sehr vom namenstechnisch symbolträchtig. Und wir bringen mal einen anderen Innenverteidiger rein. Ich weiß, es ist dumm, so unbelastete Spieler so schnell auszuwechseln, aber es ist nun mal meine Strategie, mit der ich vorgehe. Ja, ich bin recht optimistisch, was es angeht, dass wir vielleicht noch den Ausgleich schaffen. Ansonsten, es ist ja nicht die Darmstadt-Karriere, bei der ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe. Okay, das könnte was werden, das könnte was werden. Ah, Mist! So, jetzt haben wir unseren Torschuss. Also ich würde ihn mal als Torschuss werten, aber das ist meistens so. Man kehrt meistens voller Elan zurück und dann gibt es so eine Chance. Und die ist dann meistens ein Chancentod. Manchmal gibt es aber auch Überraschungen. Ach Mensch, ich habe doch extra in die andere Richtung gezielt und jetzt fliegt der Ball halt raus und jetzt kriegen die halt ihren dummen Einwurf. Er kommt immer davon, wenn man keinen zweiten Spieler hat, der da irgendwas schießt. Bei Union, bei unserem Spiel mit Union und Stuttgart hatten wir so eine Situation. Auch viel zu viele Blaue. Das ist furchtbar.
Aber ich muss sagen, dass die aktuellen KSC-Trikots mir besser gefallen als die Darmstadt-Trikots. Och Mensch, so wird das doch nichts. Ja, ich nehme den Eckball gerne an. Ja, komm, Stoppelkamp. Ich meine, 7 ist Stoppelkamp. Ja, da habe ich sogar recht. Ich kann nicht immer nur auf den Hut blicken. Das ist. Oder ich darf nicht auf den Hut blicken. Das ist verboten. Das gehört verboten! Nein! Ja, also es kotzt mich schon irgendwie an, das zu hören, dass wir mit den Vereinen Berlin und Stuttgart gewonnen haben. Oder VfB Stuttgart und Union Berlin, da gibt es ja mehrere Vereine. Lächerlich. Ja, aber irgendwann muss man halt mal einen Elfmeter verschulden, das geht so. Anders nicht. Kein Abseits. Komm. Oh, das ist so dumm und es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht anders. Hätte daraus noch so viel mehr machen können, aber da bleibt's halt nur mal dabei. Ich habe schon gedacht, Christian Gentner, aber es ist Christian Gartner. Nicht verwechseln. Der spielt beim VfB, der Gentner. Der Gartner, der spielt hier. Okay, schnell, schnell, schnell. Oh. Manchmal ist es ein bisschen zu schnell. Was, der ist schon ausgespielt worden? Oh Gott. Mann, ich glaube, das wird nichts mit dem Punkt für Karlsruhe. Da müssen die sich auf andere Kräfte verlassen. Aber Hauptsache, es fallen überhaupt Tore. Ist ja überhaupt nicht schön. Okay, jetzt haben wir hier sogar einen verletzten Spieler mit Diamantakos. Haben wir noch einen zweiten Stürmer, ja. Wenn auch keinen guten. Gut, dann hat sich das mit den Auswechslungen auch schon erledigt. Ist ja something wonderful. So, aber jetzt mal ohne Spaß. Wir müssen nach vorne. Mit allem, was wir haben. Komme, was da wolle. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, meine Freunde. Ah! Hey, wie wär's mit einem Freistoß? Nein, gibt's natürlich nicht, weil Ball gespielt wurde. Ja, aber da natürlich. Ach so, ja, stimmt ja, Vorteil. Na. Achso, ich habe schon gedacht, sie machen das zweite Tor. Meine Güte, man sieht ja richtig den Schweiß. Ist es auch dank der Frostbite Engine? Oder wie auch immer der Scheiß heißt. So, jetzt müssen wir nochmal alles nach vorne legen. Auf geht's. So, der kam gut an. Klares Foul, wir bekommen nochmal Freistoß. Und der kriegt die gelbe. Ja, es kann auch manchmal anders gehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, die stehen aber zu kompakt. So, da muss jetzt was reingeflankt werden. Und dann kommt der Depp. Nicht mal Rensing, das ist Unnerstall. Und sorgt dafür, dass wir hier als das Team vom Platz gehen, welches verliert. War nicht noch ein bisschen zu spielen? Na, egal. Also gegen Düsseldorf lieber nicht mehr spielen. Da haben wir definitiv eine negative Bilanz. Ja, auch wenn wir. Ja, es gab von beiden Mannschaften nur einen Schuss aufs Tor. Das ist erbärmlich. Ja, da kann ich selbst nichts für tun. Da kann ich selbst nichts machen, aber wir haben ja schon zweimal gewonnen. So, VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth. Das Spiel hätte es am 8. Spieltag gegeben. Und das ist auch das einzige, welches da noch nicht gespielt worden ist im Real Life. Ist ein Montagsspiel am Tag der Deutschen Einheit. Welche Stuttgart gewinnt. Okay, da muss man auch sagen, zu sagen, dass das Spiel in Stuttgart ist. Und jetzt kommt Aue nach Hannover. Auch interessantes Spiel, wird wahrscheinlich von Hannover gewonnen werden, weil Aue ja nur ein Zwei-Sterne-Club ist.
Ja. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, Aue jetzt ganz unten immer noch. St. Pauli gegen Würzburger Kickers. Ja, wir haben noch einige von diesem Spieltag. Oder Würzburger Kickers gegen St. Pauli. Wäre auch interessant zum Simulieren gewesen, weil ich möchte endlich mal die Würzburger Kickers zeigen. Was steht da wohl Nikowski im Tor? Nee, nicht. Der beendet ja demnächst seine Karriere. So, Sandhausen mittlerweile nicht mehr auf der 1, jetzt Düsseldorf klar auf der 1, gefolgt von VfB Stuttgart und Hannover 96, also die üblichen Verdächtigen. Eins, eins, typisch für Bielefeld. Und ich meine, das war's jetzt. Nein, das war's noch nicht. Heidenheim gegen Braunschweig war auch am Spieltag davor ein Spiel. Allerdings auch wieder mit dem umgekehrten Heimrecht. Und es gewinnt Braunschweig. Auch sehr stark vertreten. Das waren übrigens gerade die beiden Teams mit den längsten im Amt gebliebenen Trainern. Und das ist jetzt das letzte Spiel. Ich meine, es ist am Montag. Ja, das Montagsspiel. Ich hasse Montagsspiele. Ne, ich finde sie gut, weil man sieht es im Fernsehen. So, das komplettiert den Spieltag. So sieht es jetzt aus nach 9 Spieltagen. Also nach einem Viertel der Saison. Oder nach einem knappen Viertel der Saison sieht es jetzt so aus, dass aktuell Düsseldorf und Stuttgart aufsteigen würden und Hannover 96. Das ist alles nichts Unverdächtiges. Und unten haben wir halt, ja, wundert mich eigentlich auch kaum, dass diese Vereine da unten sind. Bielefeld, bisschen erstaunlich, dass die tatsächlich auf der 11 sind. Ja, da ist noch lange nichts entschieden. Der Kuchen ist noch lange nicht aufgegessen. Und jetzt schauen wir mal an, welches Spiel ich denn nächstes Mal mache. Und da wir ja dieses Mal auswärts im Einsatz waren, würde ich mal sagen, SV Sandhausen wird unser nächster Kandidat werden und wir spielen zu Hause gegen Greuther Fürth. Das wird was, Leute. Bis zum nächsten Mal und schauen, denkt immer dran, Freundschaft ist Magie. Ciao, haltet die Ohren steif.